Heute zeige ich euch, wie ihr mit Spraydosen diesen Neon-Effekt hinbekommt. Alles, was ihr dazu benötigt, sind diese 7 verschiedenen Farben. Das sind also 4 unterschiedliche Blautöne, Schwarz und Weiß. Ihr beginnt damit, dass ihr das dunkelste Blau nehmt. Ich sprühe hier immer einen kleinen Punkt auf die Farbpalette, damit ihr den Unterschied seht und mal ganz grob euren Schriftzug oder das Motiv, was ihr eben gerne in diesen Neon-Effekt sprühen wollt, vorschreibt oder vorzeichnet. Dann wechselt ihr auf ein Fatcap und sprüht um das Vorgezeichnete ganz viel von derselben Farbe, also dass es rauchiger wirkt. Das wird im Nachhinein nämlich dann der Schein werden, der dann leuchten soll. Das könnt ihr ruhig sehr großzügig machen. Dann wechselt ihr auf die nächst hellere Farbe. Da kann schon ein großer Unterschied sein. Und sprüht mit dem Fatcap auch diesen Schriftzug wieder nach. Dann wieder auf die nächst hellere Farbe wechseln und sprüht mit der in die Mitte von der Farbe zuvor den Schriftzug wieder nach. Hier achtet darauf, dass ihr möglichst mittig sprüht, damit die Farbe von davor auf den Seiten noch durchscheint. Dann nehmt euer Schwarz und sprüht versetzt zum Schriftzug die Buchstaben ganz dünn nach. Das hat den Zweck, dass das Ganze dann etwas dreidimensionaler aussieht. Jetzt wechselt ihr wieder auf die Farbe zuvor, also auf das Hellblau, und überdeckt wieder oder übermalt wieder die Übergänge, wo die schwarze Farbe diese Farbe überkreuzt. Somit rutscht dann automatisch die schwarze Farbe in den Hintergrund. Jetzt nehmt ihr euer hellstes Blau und sprüht einen noch dünneren Strich in die Mitte von der blauen Farbe zuvor. Wenn ihr das habt, nehmt ihr euer Weiß und sprüht die Highlights ganz dünn wieder erneut in die Mitte von der ganz hellen blauen Farbe. Hier ist es wichtig, dass ihr möglichst durchgehend sprüht, ohne dass ihr viel absetzt und dass es einfach eine durchgängige Linie ist. Und dann seid ihr auch schon fertig und ihr könnt euren Neon-Effekt betrachten. Viel Spaß beim Ausprobieren, vergesst nicht zu liken und meinen Kanal zu abonnieren für mehr Videos. Wir sehen uns, bis bald, euer Rocks.